Hallo und herzlich willkommen hier zu einem meiner Folgen von unserem Multiplayer Let's Play. Und zwar ist es die zweite Folge, ja, und es hat sich einiges getan seit der letzten. Ich bin hier immer noch in meiner Wohnung, also was heißt Wohnung, aber ja, hier habe ich ein bisschen was rumgeschustert. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, wo ich zuletzt aufgehört habe. Ich denke mal hier das Lehm oder der Lehmboden, der war noch nicht. Und der Raum an sich hier war noch gar nicht. Glaube ich noch nicht. Da habe ich das dann hier angelegt. Ich glaube, ich mache mal hier meine Kühe ein bisschen leiser. Ne, das ist mir zu leise. So. Und ja, hier habe ich zumindest mit Lehm ein bisschen gearbeitet. Mit diesen festen Lehmblöcken. Jetzt habt ihr schon gesehen. Hätte ich abdecken müssen. Aber was heißt. Hier ein bisschen mit Farben gespielt, variiert. Ich mag so dieses Gelb-Orange. Und bei Lehm ist es immer so ein bisschen anders. Ihr glaubt es nicht, dass es. Cyan. Muss ich mal schauen, ob das. Das ist. Genau, das ist Cyan. Also dieses Blaugrün, was ihr ja so kennt aus euren Druckern. Und das hier müsste. Was ist denn das? Ich weiß nicht, was ist. Genau, das ist schwarz. Und ihr müsst euch immer so vorstellen, diese Lehmblöcke sind eigentlich immer Mischungen. Aus, wo haben wir es denn hier? Aus eben dieser Farbe, aus diesem Rot und eben das, was ihr dazu mischt. Also sozusagen, das ist gelb, gut, das bleibt, ändert sich nicht viel. Das ist Cyan, das ist schwarz. Hier haben wir grau und haben hier hellgrau. Und wenn wir jetzt so sehen, blau und grün und rot zusammenmischen, erhalten wir eigentlich normalerweise ein schwarz, aber das ist, sind die Anteile jetzt entscheidend, also kriegen wir so eine Art grau. Und deswegen ist Cyan so grau. Bei Rot ist es wiederum so, es wird nur noch verstärkt, also da sieht man eigentlich keinen Unterschied. Ja, bevor ich hier weiter einen Vortrag über Lehmblöcke halte, zeige ich euch mal meine Reichtumskiste. Ich habe mir ein paar Diamanten verbaut. Ich habe zum Beispiel jetzt einen Helm gemacht, und jetzt weiß ich, wozu ich meine 30 Level nutzen wollte, die ich gerade verblasen habe, aber es war keine schlechte Spitzhacke. Ich habe jetzt zwei Spitzhacken verzaubert, eine diese, die Erzig Touch. War die erste Spitzhacke hier und das war die zweite. Und ja, in der Zwischenzeit habe ich schon wieder zwei Name Tags gefunden. Ich glaube, nochmal zwei Discs und noch ein Sattel. Wo habe ich den anderen Sattel hier? Hab ich, oh, ich habe ja drei Sattel hier. Die Stecklampe hier rein und noch ein Iron Horse Armor. Ja, meine erste Kartoffel habe ich gefunden. Ich habe noch keine Möhren. Und ja, ihr seid bestimmt gespannt. Oder fragt euch, warum hier nichts aus dem Raum geworden ist. Ja, ich hatte keine Idee, was ich hier reinbringen möchte. Ich muss nochmal schauen. Vielleicht irgendwie eine Stube oder so mit Fernseher. Aber ich habe jetzt die letzten beiden Tage intensiv hier an diesem Bauabschnitt verbracht. Viel Zeit. Und dachte mir so, ja, hier statt Balkon machst du einfach mal hier so eine Treppe hin. Das war ziemlich friemelig, hier so eine schräge Treppe mit reinzufügen, die auch ordentlich aussieht und man auch sofort hochsprinten kann. Also. Mittlerweile kann man ja jetzt Treppen hochsprinten und ich renne immer noch hier oben. Hier oben floss ja sozusagen das Wasser runter. Das habe ich ein bisschen umgeleitet hier runter. Er ist wie gesagt nicht sicher, also man kann hier definitiv rüberfallen. Ich muss mir überlegen, was ich hier noch mache. Aber ja, mal schauen. Ist ja jetzt nicht allzu schlimm. Ich überlege noch, ob ich das Glas wegmache und mit diesen Half Slabs, die ich jetzt hier unten noch hingeklatscht habe. Also es sind Treppen hier. Ihr seht's. Und die Half Slabs und dann. Vielleicht mal schauen, ob ich das hier sozusagen ersetze. Aber das ist ein Problem eben mit dem Zaunpfahl, was es hier ist. Ja, das habe ich gestern gemacht, hier diesen Abschnitt bis hierhin. Ich mache immer so kleine Stücke eben. Und hier kommt dann unser Lagerraum rein. Hier ist noch ziemlich viel Platz nach hinten offen. Also der gesamte Berg müsste das dann sein, bis nach hinten. Also sind bestimmt noch 50, 60, 70 Blöcke. Schätze ich mal. Na, vielleicht ein bisschen viel. Sagen wir mal 30, 40 Blöcke. Ich kann das so ein bisschen schlecht schätzen. Also hier sind wir schon, na genau. Hier haben wir schon 2, 4, 6, 7. Bestimmt ein paar Abschnitte nach hinten. Ja, und das habe ich heute gerade eben noch ein bisschen gemacht hier. Hier noch einen kleinen Abzweig nach unten. Wiederum schräg. Ich muss schauen, dass ich das ein bisschen variiere. Vielleicht mache ich hier dann noch einen Aufgang nach oben. Sozusagen hierhin, weil ich möchte hier auch gerne einen Übergang machen. Dorthin, dort möchte ich auch mal was hinbauen. Mal schauen, vielleicht eben ein Farmgebäude, weil er dahinter eben diese Farm liegt. Unsere Weizenfarm.
Aber hier ist erstmal unsere Verzauberungshalle, die musste sein. Oh, gleich mal meine Fackel hier nehmen. Weil die habe ich eben gebraucht, um Level 1er Schaufeln und Spitzhacken und Äxte zu machen. Ja, das ist eben noch nicht so fertig. Ich muss mir noch hier ein Dach überlegen. Vielleicht mache ich auch einen Aufgang nach oben. Ich könnte ja eben hier auf dieses Teil steigen und hier sozusagen eine Luke mit Leiter, dass ich dann sozusagen mit Sprung dann hochgleiten kann, hochgleiten, klettern, krabbeln, was weiß ich, wie man das bezeichnet. Ja, und da könnte ich ja hier oben noch eine zweite Etage hin machen. Das wäre eine Idee. Ah, es ist schön, wenn so die Ideen fließen. Okay, ja, hier das Fenster wird natürlich noch geschlossen. Ich habe hier wirklich viel mit Holz und Glas gearbeitet. Da habe ich ja auch eine Holzfarm oben, also eine Baumfarm. Können wir auch gleich mal hingehen. Und für die meisten von euch habe ich dann noch eine kleine Überraschung. Na gut, kleine Überraschung. Wenn ihr vorsichtig geschaut habt, dann müsstet ihr es schon gesehen haben, aber ja. So, hier haben wir unsere Farm und eben hier dahinter, hinter diesem Hügel, schätze ich mal. Ja, genau. Hier dahinter ist eben dieser Bereich. Und da könnte man das irgendwie verbinden und hier ein Farmgelände sozusagen verwirklichen. Das wäre eine Idee. Könnte ich das hier komplett zukleistern, da kommt hier keiner mehr rein. Könnte hier ungefähr einen Höhlengang machen oder so. Dahinter schließt dann direkt das Haus an. Oh, hier ist ein Skelett gestorben. Schaut euch das mal an. Ha! Wie doof doch die Skelette sind. Ja. So. Ich war gerade eben in der Abbauwelt. Ich war das erste Mal. Es ist ja wirklich Chaos da drüben. Aber ja, da kann man mal Sand abbauen, wie man möchte. Denn ich wollte schon hier Sand abbauen. Ich habe es auch getan, muss ich zugeben. Aber seht ihr das? Nö. Also, na gut, doch, das vielleicht ein bisschen gerade. Aber das war ja schon. Das war ja schon. Vielleicht tue ich das noch ein bisschen angleichen. Ja, hier oben ist meine Baumfarm. Irgendwie kriege ich gerade ein bisschen Schnupfen. Ich habe mich mal angesteckt auf Arbeit. Schlimm, schlimm. Und ich bin wirklich überrascht, dass hier noch keiner ist. Also was heißt überrascht? Ja, da hat es mich doch tatsächlich wieder zurückgeworfen hier. Wo bin ich stehen geblieben? Ja, beim Überraschtsein. Also hier hat noch keiner gebaut. Was ich gar nicht mal so schlecht finde, denn es ist eigentlich wirklich ziemlich angenehm, hier außen zu bauen, ein bisschen allein zu sein. Außerdem ist Ernst auch gar nicht online. Ich denke mal, der ist im Urlaub. Von daher habe ich auch direkt keine Ansprechpartner für irgendwelche Städte, weil Ernst hat mich ja in seine Stadt eingeladen und ich weiß ja nicht, wer noch mit dazugehört. Gut, ich könnte im Forum nachschauen, aber ich bin zu faul und außerdem möchte ich mich ein bisschen noch etablieren auf diesem Server. Ich schreibe eigentlich auch nicht viel. Ja, die Überraschung, die eigentlich auch keine Überraschung ist oder kein Special oder irgendwas Besonderes. Na doch, besonders ist es schon, weil es zeigt mir, dass ich Fans habe, ja, die meine Videos schauen. Auch meine Minecraft-Videos. Und dass eben diese Fans auch hier auf diesem Server wandeln und umherziehen. Ich zeige euch erstmal die Spinnenfarm. Ein bisschen die Spannung aufrechterhalten. Das wird meine Spinnenfarm. Ich habe da mal eine Stunde dran gesessen. Was heißt eine Stunde hier dran gesessen, aber mal ein bisschen Zeit dafür vertan. Hier möchte ich mal eine Technik versuchen, wie man Spinnen farmen kann. Das ist eigentlich gar nicht so einfach, muss ich sagen. Also Zombies sind ja recht leicht. Die sind ja nur ein Block, zwei Blöcke hoch und ein Block breit und tief. Und ja, das ist ein bisschen einfacher, aber Spinnen sind eben zwei breit und nur eins hoch. Da muss ich mal überlegen, was man da so machen könnte. Und ja, viel mehr habe ich jetzt hier auch nicht zu zeigen. Ich habe eigentlich gar nicht so viel gebaut. Naja. Aber ihr seht, hier dieses Sugarcane ist nicht gewachsen. Aber das hier drüben, das war bestimmt noch in den geladenen Chunks. Aber das eben nicht. Und da sieht man dann wirklich, dass hier kaum einer baut. Höchstens mal da. Da statten wir auch mal gleich mal einen Besuch ab. Ich war dort schon mal drüben. Aber ja, die Fans, die hier meine Videos schauen und auch hier spielen, haben mir was hinterlassen. Ich habe das sofort gesehen oder an dem, oder was heißt sofort, einen Tag später, als ich das letzte Video aufgenommen habe, beziehungsweise den letzten Clip, habe ich das hier gesehen. Und ich wurde erfolgreich gestalkt von Minokeni und seinem Begleiter Boxheat Master. Minokeni kenne ich definitiv noch vom Namen her, ich kann mich aber nicht mehr so weit erinnern,
was du gebaut hast. Du warst definitiv in Jotunheim, da kann ich mich, glaube ich, noch dran erinnern, aber was du direkt gebaut hast, weiß ich nicht mehr. Boxheatmaster sagt mir jetzt eigentlich fast nichts. Tut mir auch leid, aber ja, ich könnte auch in den alten Videos mal nachschauen. Aber trotzdem, ich danke euch beiden, Minokeni und Boxheatmaster, dass ihr mir hier diese schöne Wand hinterlassen habt. Ich traue mich gar nicht, die jetzt wegzumachen. Die können wir eigentlich lassen, weil hier steht ja, wir kommen wieder. Dann könnt ihr ja die Schilder abreißen und was Neues dran klatschen oder mir eine Kiste hinterlassen mit Diamanten und Gold und was auch immer, wie ihr möchtet. Ich danke euch. Spaß habe ich definitiv auch hier beim Videos machen. Und ja, wir besuchen mal den hier drüben. Ich schwimme mal schnell dorthin. Ja, der weiße Hai ist im Anmarsch. Ja, jetzt fehlt mir die Musik dazu. Ich habe gerade so was Richtiges im Ohr, also was dazu passen würde. Aber ja, bevor ich ertrinke, sind wir bei meinem Nachbarn. Und der hat hier irgendwas gebaut. Wie gesagt, ich hab schon mal vorbeigeschaut. Ich habe es auf die Pferde abgesehen. Vielleicht bin ich so fies. Oder ich frage ihn vielleicht vorher mal, ob ich hier die Pferde sozusagen beide miteinander halt, ihr wisst schon, machen lassen kann. Und sozusagen das Produkt, was da rauskommt, dass ich mir das dann zähmen kann. Ich frage mich, ob das dann unter Klauen zählt oder irgendwie Missbrauch, ich weiß es nicht. Deswegen frage ich mal vorher lieber nach, ob ich das nun machen darf. Aber ich weiß halt nicht, wer hier baut. Und er war auch scheinbar eine Weile nicht mehr online, denn hier hat sich auch nichts mehr geändert. Weil die Tür steht noch offen, hier ist noch alles geblieben und hier ist auch nichts, hat sich auch nichts geändert. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, was das für einen Sinn hat, aber es sieht schon mal beeindruckend aus. Vor allem bin ich auch beeindruckt davon, wie viel Glowstone er jetzt schon hat. Ich habe nämlich fast nichts. Ich habe, wie viel habe ich denn jetzt? 20 oder so, 20 Glowstone und das habe ich jetzt nur zusammenbekommen, weil ich eben viel gegraben habe. Ja, so ist es halt mit MCMMO. Da kriegt man solche Specials noch mit dazu. Aber ja, wie gesagt, ich habe ja neu angefangen. Ich bin jetzt bei Level 65. Schieß mich tot. Ach, ich habe ja nichts. Ich habe ja den Chat ausgeschalten. Also nicht relativ viel. Ja, und ich muss jetzt irgendwie wieder zurückkommen. Ach, wisst ihr was? Ach nee, das muss ich ja jetzt erstmal eintippen. Und jetzt bin ich auch wieder zurück. Zauberei mit einem Schnitt. Wo bin ich jetzt stehen geblieben? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls möchte ich ihn mal fragen. Oh, das sieht ja cool aus. Wie gesagt, meine Pläne sind ja. Ich fange immer drei Themen an und werde nie fertig. Also das Thema von vorhin. Ich werde ihn mal fragen, ob ich das Pferd züchten darf oder mir ein Pferd von seinen beiden züchten darf. Und meine Pläne hier sind, erstmal eine Kneipe aufzubauen hier, die zur fliegenden Kuh heißt. Und die wird ewig hier runterfliegen. Yay, das wird so genial. Vielleicht baue ich das unten drunter. Ich hoffe mal, das macht irgendwie nichts kaputt jetzt hier, sonst haben wir ein Problem. Also machen wir also müssen wir das Gasthaus umbenennen und es muss dann heißen zur ehemalig fliegenden Kuh. Aber der Name passt schon. Und ich bin dann der fliegende Kuhkönig oder sowas in der Art. Von diesem Bergreich oder was weiß ich. Ja, hier kommt natürlich auch noch ein Übergang. Das mal schauen. Hier in die Mitte werde ich nichts machen. Oh, das finde ich cool. Und das Schäfchen da unten. Ja, ich muss noch Karotten besorgen, unbedingt. Ich habe keine, sonst kann ich eben die Pferde auch nicht züchten. Und ja, bevor ich hier weiter rumpalaber, wünsche ich euch schöne Sommerferien und Feiertage und Urlaubstage, wie auch immer ihr das habt. Das wird jetzt mein letztes Video vor der Sommerpause sein. Ich habe es euch ja schon im letzten Video angekündigt, dass ich eine Sommerpause machen möchte. Und die werde ich jetzt auch tun, denn es wird langsam Zeit. Ich bin jetzt hier fertig, urlaubsreif und ein bisschen Pause muss auch sein. Also dann wünsche ich euch mal schöne Ferien. Ich gehe jetzt ins Bett und gute Nacht. Euer Hani 007. Ciao, ciao.